Jedes Jahr ist es wieder das Gleiche. Was soll ich denn zu Weihnachten verschenken? Und ich habe eine gute Freundin, die hat immer schon gefühlt im Frühjahr alle Geschenke zusammen. Also sie hat jetzt schon alle, gefühlt alle Weihnachtsgeschenke zusammen und ich habe irgendwie noch gar nichts. Ich habe teilweise schon ein paar Ideen, aber ich bin da immer ein bisschen später dran. Und wie jedes Jahr erstelle ich dann eine Sammlung von Ideen, was man ja gut verschenken kann. Und da sind kleine Sachen drin, da sind ein paar größere Sachen drin und ja, lass uns doch einfach mal zusammen über meine Sammlung gucken und vielleicht kann ich dich ja auch inspirieren, dass du ein paar Ideen hast, was du zu Weihnachten oder auch zu Nikolaus verschenken kannst. Dann lass uns mal durch meine Wunschliste gucken mit Geschenkideen, mit kreativen, handgefertigten Geschenkideen für alle, die keine Zeit haben, das irgendwie selber noch was Schönes zu machen. Ich mag total den Schmuck zum Beispiel von Holzsinfonien. Die macht immer ganz, ganz tolle Sachen mit Holz und dann teilweise auch mit richtig tollen, ja, Steinen. Von daher, da lohnt es sich immer drauf zu klicken. Also du kannst hier drauf klicken oder dann halt auch hier, dann landest du da bei ihr im Shop. Ganz, 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 ganz tolle Sachen. Eignet sich hervorragend zum Verschenken, aber auch natürlich, um sich selber zu beschenken. Dann die Tücher von Peggy sind total schön. Die hat total schöne handgefertigte Tücher. Aber wenn man hier mal guckt, die hat auch gestrickte Sachen. Das heißt, wenn du jetzt selber keine Zeit hast, noch irgendwas zu stricken für dich oder für jemanden, den du was schenken möchtest, da kannst du dann hier auch ganz gut bei Mamas reingucken. Und das ist auch eine Anleitung von uns aus dem Shop mit dem halbrunden Tuch. Also ich liebe ja halbrunde Tücher. Dann, was man natürlich immer brauchen kann, sind Adventskalender. Finde ich richtig schön. Der ist ja sehr kreativ, weil das auch was mit ein wolliger Adventskalender ist. Dann hier die Stickrahmen finde ich auch total schön. Kann ich mir total gut vorstellen. Kann man sich auch gut irgendwo hinstellen oder an die Wand hängen. Dann hier die gefilzten Sachen von Lomi Design. Die sind richtig, richtig schön. Und ich kann ja nicht wirklich gut filzen und ja, ich kann nur strickfilzen. Aber das, was ja da Annette macht, ist so schön. Und die hat so eine Technik, dass sie quasi Wolle und Seide miteinander verfilzt. Also das sind richtig, richtig tolle Sachen. Also da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick hier rein. Hier ist noch was von Holzsinfonien. Also sie macht immer was mit Holz. Also Schmuck mit Holz, ich finde das so, so toll. Also da lohnt es sich auf jeden Fall reinzugucken. Von Peggy habe ich schon gesprochen. Hier, das finde ich auch richtig toll. Wir bieten ja auch zum Beispiel Makramee-Kurse an. Aber die Sachen, die Katrin da macht, die sind einfach wunderschön. Also wenn du da was Kreatives brauchst, dann klick hier drauf oder hier auf das Bild. Dann die Sabine. Ja, die hat eine fleißige Nadel. Nicht nur ihre Stickmaschine, sondern auch ihre Hände, mit der sie ganz viele schöne Sachen macht. Hier gibt es zum Beispiel Topflappen oder Untersetzer. Richtig, richtig schön. Und Sabine macht auch richtig tolle gestrickte Tücher. Und das ist hier zum Beispiel aus der Poema Kaschmir, die es auch bei uns zu kaufen gibt im Lädchen. Also wenn du keine Zeit hast aktuell irgendwie selber dir was zu stricken, dann guck hier gerne rein. Also hier sind einige Tücher von ihr drin, aber sie hat in ihrem Shop, wenn du auf Bienes kleine Nadel klickst, auch noch einiges mehr im Shop. Und ja, also ich sag mal so, die Poema Kaschmir ist einfach nur ein Träumchen. Super, super schön. Also falls du dir da noch eine Freude machen möchtest oder jemandem was schenken möchtest, einfach, ja, dann schau da rein. Hier noch ein genähtes Tuch von Peggy, finde ich auch sehr, sehr schön mit dem Igel, voll süß. Und hier sind halt so Tüten für einen Adventskalender, wenn man die selber befüllen möchte. Was finde ich auch immer super, super schön. Wir haben auch so einen Adventskalender, den wir jedes Jahr dann selber befüllen können. Und ja, genau, hier wieder was mit Holz. Das finde ich auch total schön. Geldgeschenk aus Holz mit kleiner Wunscherfüller. Das finde ich super schön. Noch mit dieser Pusteblume und diesen Herzen. Also, das kann ich mir auch super gut als Weihnachtsgeschenk vorstellen, wenn man dann ein Geldgeschenk zum Beispiel machen möchte. Hier nochmal ein tolles Tuch von Peggy. Hier auch nochmal ein Loopschal. Und wenn du schon mal bei mir im Lädchen warst, dann kennst du ja diese Filztaschen. Die sind einfach toll von Sabine, wie sie die immer bestickt. Und ich habe ja nur Sprüche mit wolligen oder ich habe halt nur wollige Themen auf den Taschen drauf. Wenn du da auch irgendwas anderes suchst, dann guck unbedingt hier in den Shop von Sabine. Da sind noch ganz, ganz viele andere Sachen bei. Und ich habe auch zum Beispiel so Tassen mit wolligen Sprüchen. Sabine hat halt auch Tassen mit anderen Themen. Das heißt, da lohnt es sich auch immer reinzugucken.
Das finde ich total lustig, diese Wichtelbeutel, die, als ich die gesehen habe. Also, ja, wenn du sowas Süßes suchst, dann kannst du hier ganz gut zugreifen. Hier nochmal ein Adventskalender mit kreativen Überraschungen, wolligen Überraschungen, finde ich auch. Das sieht schon allein, das Foto sieht total schön aus. Also, wenn du Lust hast, jemandem einen Adventskalender zu schenken oder selber dich zu beschenken, dann kann ich mir sowas auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja, hier nochmal so ein tolles gestricktes Tuch aus der Poema Kaschmir. Ich finde die so cool, Nikolausbeute. Ja, die kann man dann mit irgendwas Schönem füllen, finde ich total süß. Und zum Beispiel meine Tochter, die hat auch eine süße Zahnlose, aber nicht so süß. Das heißt also, wenn jetzt, wenn du irgendwen entweder eine kleine Tochter hast oder vielleicht eine kleine Enkelin oder einen kleinen Enkel und das gerade so angesagt ist, kann ich mir das auch vorstellen, dass man das auch total gut zu Weihnachten verschenken kann, so als Kleinigkeit oder auch als zum Nikolaus zum Beispiel, finde ich irgendwie total süß. Genau, hier nochmal Adventskalenderbeutel in anderen Farben. Eben war das ja eher so in Rot-Weiß und hier halt nochmal in so Grau-Weiß, Grau-Blau, finde ich auch total schön. Hier habe ich noch Sachen von Annette mit ihrem wundervollen, ja, gefilzten, ja, Wolle- und Seidenmaterial. Und hier hat sie einen Loopschal handgefärbt. Also die färbt auch ihre Wolle selbst. Das ist so, so, so schön. Also ja, da ist, lohnt es sich auf jeden Fall reinzugucken. Hier haben wir auch noch mehr Makramee-Sachen. Finde ich auch richtig, richtig toll, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich mag die Farben total gerne. Auch hier diese ganzen Schlüsselanhänger. Und das kann man immer als Kleinigkeit ganz gut auch verschenken, finde ich. Sei es jetzt zum Nikolaus oder jemandem halt zu Weihnachten eine kleine Freude zu machen. Dann habe ich hier von mir die Socken, quergestrickten Sockenanleitungen hinzugefügt. Und was sich natürlich auch super gut eignet als Weihnachtsgeschenk oder um sich selber zu beschenken, ein Buch von mir. Ich habe ein Ringbuch, ich habe ein Hardcoverbuch, ich habe ein Taschenbuch und ich habe natürlich auch ein E-Book. Das heißt also, man hat hier zum Beispiel schon vier Möglichkeiten, aus denen man wählen kann, in welcher Form man mein Buch gerne haben möchte. Ja, also da finde ich auch, kann man das immer sehr, sehr gut als Weihnachtsgeschenk nutzen. Entweder, dass man jemandem das schenkt oder dass man sich das selber zu Weihnachten schenkt. Genau, und jetzt hoffe ich, dass ich dir hier ein paar Inspirationen geben konnte in Sachen Weihnachtsgeschenke. Es kann sein, dass ich nach und nach noch mal immer ein bisschen durchgucke durch meine Sammlung hier an Weihnachtsgeschenken. Kann ja auch sein, dass das ein oder andere verkauft wird. Dann füge ich da wieder was Neues ein. Also ja, unter diesem Video findest du auf jeden Fall den Link hier zu meiner Weihnachtsgeschenksammlung. Und ja, ich hoffe einfach, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und dass du jetzt einfach mehr Ideen hast, was man zu Weihnachten oder auch zu Nikolaus Schönes verschenken kann.